Heute sind wir auf der Proud NerdCon in Trier. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, mal was ganz Besonderes. Ich bin heute in Trier. Also ich bin ja eigentlich immer in Trier, weil ich wohne ja hier. Und normalerweise sind hier eigentlich gar keine besonderen Veranstaltungen oder so. Und es ist echt das erste Mal, dass ich euch mal... Nee, ich nehme euch nicht das erste Mal mit nach Trier. Ich habe euch ja schon mal zum Weihnachtsmarkt und so mitgenommen. Aber es ist mal eine Veranstaltung, die hier stattfindet. Und zwar die Proud NerdCon. Das ist so eine Art ja, Comic-Con, sage ich jetzt einfach mal. Es gibt verschiedene Aussteller dort. Es gibt verschiedene Serienstars, die hier zu Gast sind. Wie Amanda Beers von der schrecklich netten Familie. Dann ist der Schauspieler da, der den Nachtkönig bei Game of Thrones spielt und. Werdet ihr aber alles noch im Laufe dieses Videos erfahren. Und ja, wir schauen uns jetzt gleich mal ein bisschen um. Das heißt, wir schauen uns um, denn ich bin heute nicht alleine unterwegs, denn Selina ist wieder mit dabei. Guten Morgen! Genau, es ist noch sehr früh. Wir waren schon sehr fleißig, denn wir waren zuerst im Fitnessstudio. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. War sehr witzig, denn ich muss ja im Moment im Zuge meines MMKs, muss ich ja einmal die Woche Sport vorweisen. Und wir sind dort beide heute Morgen rein, so schön so motiviert und so. Und haben gedacht, komm, das wird jetzt super. Super und, Start in den Tag auf jeden Fall. Genau. Und da ist ja vorne meistens immer so eine Art Rezeption. Da waren wir dann da auch. Und da sind wir dann super nett empfangen worden. Erstmal mit den Worten, kann ich euch helfen? Also wenn ihr kündigen wollt, dann bin ich hier die Falsche. Nee, wir wollten eigentlich nur Sport machen, nicht kündigen. Ja. Aber danke für die nette Begrüßung. Es war halt etwas seltsam. Aber egal, wir haben unser Soll erfüllt für heute und freuen uns jetzt hier auf einen besonderen Tag. Haben schon so ein bisschen was gesehen. Darth Vader ist uns schon über den Weg gelaufen. Ja, sehr groß. Sehr groß, ganz genau. Spektakulär. Spektakulär. ja, wir gehen jetzt mal rein und ich nehme euch mit. Und vielleicht treffen wir den ein oder anderen Serienstar persönlich. Mal schauen. Das funktioniert natürlich dann so, wie das auch auf den Comic-Cons oder sowas ist. Wenn ihr jemanden treffen wollt oder so, müsst ihr dafür extra bezahlen. Es gibt dann Autogramme und man kann Bilder machen, das sind alles verschiedene Pakete. Die Proud NerdCon ist heute am 25. und am 26. März, also Samstag und Sonntag. Wenn ihr dieses Video seht, ist es tatsächlich dann schon vorbei. Aber die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen da ja schon Bescheid. So, wir gehen jetzt mal rein, weil hier draußen wird es jetzt langsam so ein bisschen ungemütlich. Genau. Wir sind jetzt in der Messeparkhalle, also wir sind nicht angekommen, wir sind ja eben schon angekommen, aber sind jetzt mal drin und schauen uns jetzt erstmal so ein bisschen grob um. Ist natürlich so, dass es für die ganzen Opfer unter uns, also für die ganzen Disney-Fans und so, hier natürlich schon eine Menge zu entdecken gibt. Uns ist ja eben schon Darth Vader begegnet, wir haben schon die ein oder andere Disney-, Marvel-, Star Wars-Figur hier gesehen. Es gibt sehr, sehr viel zu kaufen, kann ich schon sagen. Also ich bin im Moment echt erstaunt, wie viele Leute sich jetzt hier schon tummeln, weil es ist eigentlich erst ab 10 Uhr geöffnet und es ist überhaupt noch gar keine 10 Uhr. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir schauen uns jetzt erstmal grob hier so um, wenn wir hier alles schon so sehen und dann melden wir uns wieder. Ja, wir sind jetzt hier am Eingang und da könnt ihr sehen, also die Leute, ich will jetzt nicht sagen strömen, aber kommen kontinuierlich hier rein. Ihr seht, es ist tatsächlich schon wirklich nicht wenig los hier, ganz cool. Da haben wir noch einen Stand, da ist jetzt noch keiner. Der gehört hier zu den Cosplayern von Guardians of the Galaxy. Ich glaube hier, The Deadpool wird wahrscheinlich dazugehören, weil der spielt nämlich da am Thanos rum. Also von daher gehe ich mal da fest und auf. Du bist aber kein Guardians of the Galaxy. Kommen die noch? Ich weiß es nicht. Sind sie eingeladen? Ich weiß nicht. Okay, also warten wir mal ab. Ne? Das ist schon ziemlich cool. Es gibt natürlich überall irgendwelche Stände, wo es was zu kaufen gibt. Seht ihr hier und die Leute sind tatsächlich hier eine schöner als die andere. Hallo! Angezogen. Ja, hier Captain Marvel haben wir hier. Hier vorne haben wir jetzt hier so eine Ecke, wo ihr praktisch die Bilder kaufen könnt, für euch fotografieren zu lassen mit den verschiedenen Stars. Da gibt es dann hier die Möglichkeit, sich die Bilder zu kaufen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal durch und ja, oh oh. Hallo? Hallo Daniel. Ja, den kennt ihr ja auch. Braucht er auch keine 4-5 Stunden anstehen wie im Disneyland. Ist sofort hier. Also kommt vorbei. Vielen, vielen Dank. Ja, also wir gehen jetzt mal weiter. Ja, hier sehen wir jetzt schon so eine Art, ja, eine Fotolocation von The German Jack. Und The German Jack ist natürlich, was heißt natürlich, er ist noch nicht da, leider. Sieht aber so aus, könnt ihr euch mal anschauen, schon ziemlich, ziemlich cool. Also da freue ich mich tatsächlich schon sehr, ihn dann nachher mal live zu sehen. Ja, dauert wohl noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein Meet and Greet ist oder ob er einfach nur hier steht. Magst du Jack? Auf jeden Fall, der ist super.
nicht nur für die Serienfans gibt es hier Sachen zu kaufen, sondern auch für Gamer, Overwatch, Serie, Avatar. Natürlich sehr, sehr viele Sachen, die mit, Manga etc. und so zu tun haben. Also hier werdet ihr tatsächlich fündig. Es gibt eine Menge auf jeden Fall zu entdecken. Und natürlich auch hier für Pokémon-Fans. Da läuft er wieder. Und tatsächlich finden sich so langsam auch ein paar Stars ein. Da sehen wir zwei Schauspieler, die bei Pirates of the Caribbean mitgespielt haben. Ich sehe den Namen. Und da sehen wir tatsächlich auch gerade Amanda Bears von der schrecklich netten Familie. Da haben wir eine Schauspielerin, die bei, Fear the Walking Dead mitgespielt hat. Also schon ziemlich cool. Ja, filmen wir mal weiter. Verschiedenste Action- und Manga-Figuren. Viele Sachen, die ich überhaupt gar nicht kenne. Und natürlich auch Sachen, die wir kennen, auch hier Marvel. Aber hier Black Panther, Thor, natürlich Iron Man. Also das Sammlerherz schlägt hier schon höher. Natürlich auch die Helme, die ihr so aus Star Wars kennt, gibt es hier. Und Halloween-Maske. Da haben wir schon gesehen, hier den Halloween-Menschen. Da wollen wir jetzt mal hingehen. Passend zu den Pirates of the Caribbean Schauspielern, die ihr da sehen könnt, ist der Chef auch da. Ja, da könnt ihr ihn sehen. Ohne lange Wartezeit wie im Disneyland Paris. Hallo? Ah, ja, nicht ganz so lange. Da haben sie mich ja gar nicht reingelassen. Die haben dich gar nicht reingelassen? Im Kostüm nicht mehr. Nee, im Kostüm darfst du nur zu besonderen Anlässen kommen. Ich habe vorher mit München telefoniert und die haben gesagt, komm, wir kriegen das schon hin. Das war zur Premiere, 2017. Hast du sowas offen? Ja, ich bin in 2 Wochen da, dann spreche ich nochmal mit denen. Genau. Ja, es wird immer mehr aufgebaut. Da seht ihr hier bei den Guardians of the Galaxy. Schon cool, ist nicht zum Kaufen, ist nur zum Gucken, oder? Ja. Schon ziemlich, ziemlich cool. Charity-Verlosung. Und die Einnahmen aus dieser Verlosung kommen einem guten Zweck zu. Da darfst du mal ganz kurz noch was dazu sagen, wenn du möchtest. Genau, also ihr könnt an der Info vorne könnt ihr Charity-Lose kaufen für 5 Euro pro Stück und dann könnt ihr heute Abend ganz tolle Sachen gewinnen. Also Requisiten aus Netflix-Serien, ihr könnt signiertes Merchandise gewinnen, ihr könnt von unseren Künstlern könnt ihr Gemälde gewinnen und die kompletten Einnahmen gehen an die Villa Kunterbund hier in Trier. Das ist ein Nachsorgezentrum für schwerstkranke Kinder. Ich glaube, das ist ein kleiner Applaus wert, oder? Ja, ich denke, dann kann man sagen, allen ganz, ganz viel Spaß. Um 10.40 Uhr startet das erste Panel mit One Piece. Also kommt zur Bühne, wird bestimmt lustig. Ja, wir haben uns mal ein bisschen jetzt umgeschaut und habt jetzt auch so ein paar Aufnahmen von der Bühne gesehen. Hier sind tatsächlich dann auch verschiedene Panels über den Tag. Wir haben jetzt gerade erfahren, um 10.40 Uhr, ich weiß gar nicht, wie spät ist es jetzt eigentlich, schon mal Uhrcheck. 10.32 Uhr gibt es ein Panel zu One Piece. Ist jetzt gar nicht so mein Ding, also ich habe von One Piece überhaupt gar keine Ahnung, weiß noch nicht mal, was es überhaupt ist. Aber bin mal sehr gespannt, wir werden gleich mal hier vorbeischauen und uns das mal ansehen. Die Halle ist nicht besonders groß, aber ich finde es echt erstaunlich, wie viel hier untergebracht wurde, erstmal das. Und wie viele verschiedene Cosplayer tatsächlich hier sind. Also wir haben schon echt mega krasse Kostüme gesehen, richtig, richtig cool. Macht auf jeden Fall Spaß. Und wir haben ja schon den Mandalorianer gesehen und da war eben auch einer mit Grogu und den muss ich natürlich jetzt sofort suchen, weil alle haben sich im Disneyland stundenlang dafür angestellt, Grogu und den Mandalorian zu treffen. Hier läuft er einfach rum und da gehen wir jetzt hin. Könnt ihr einfach vorbeikommen ohne lange Wartezeit. Wir machen jetzt mal ein paar Fotos und dann sehen wir uns wieder. So, ja, was ihr nicht gesehen habt, ist, wir haben ja gerade den Mandalorian getroffen und Darth Vader. Und da ist der Ant-Man reingeplatzt. Den könnt ihr auch treffen. Also, ihr habt schon jetzt gesehen und da kommt noch jemand. Also viele Leute, wo wir sonst wirklich sehr, sehr lange im Disneyland warten müssen, um sie zu treffen, da habt ihr einfach hier die Möglichkeit. Super, vielen, vielen Dank. Ja, wir sind jetzt mal ein bisschen Luft schnappen und hier ist auch so ein kleines... Ja, so eine kleine Meile an Essensständen. Es gibt Churros, es gibt mexikanisches Essen. Ganz vorne gibt es vegetarisches, sogar veganes Essen. Und hier gibt es Pizza. Also ihr seid hier gut ausgestattet mit dem Essen. Hier vorne gibt es tatsächlich auch noch so ein bisschen was zu sehen. So ein
paar Autos. Das ist auch wieder so eine Gruppe, dem das Ganze angehört. Ich habe nicht wirklich die Ahnung davon. Ja, das ist schon ziemlich cool. Es erinnert mich ja jetzt schon wieder irgendwie an Resident Evil, ne? Obwohl es wahrscheinlich nicht... Ach nee, es ist von Jurassic Park. Ja, das Dino-Auto. Wir haben auch schon ein Dino gesehen. Ja. Du bist doch total begeistert, wenn wir gleich ein Dino sehen. Warum denn nicht? Nein. Wir treffen nachher noch ein Dino. Ich verstecke mich unter dem Tisch. Der schreit. Ja. Die machen Geräusche. Ich finde das auch so ein bisschen beängstigend. Aber das schaffen wir schon. Und ja, hier so ein paar Manga-Autos. Sieht auch ziemlich cool aus, ne? Also, wenn man Manga mag. Showtime, ihr Arschlöcher! Hallo? Also, Selina ist ganz großer Guardians of the Galaxy-Fan, gell? Jetzt muss er auch da mal hin. Nee, da ist doch hier der Dings. Wie heißt er? The Rocket. Ja, voll cool. Ja, da sind sie, die Guardians of the Galaxy, ne? Da gehen wir nochmal hier an den Tischen vorbei, wo wir Stars treffen können. Hier haben wir Amanda Beers von Hi! Von der schrecklichen Familie. Hier The Walking Dead. Hi! Good, and you? Yes, YouTube, thank you. Und dann hier die Stars von American Horror Story. Da haben wir sie hier, Naomi Crossman. Hi! Und er ist übrigens das eiskalte Hähnchen von Wednesday. Ja, und hier kommt nachher der Nachtkönig. Ja, der hat noch frei, aber hier kann man schon sehen, guck. Da haben wir Aquaman. Ja, hat er mal gerade so genickt. Da kommt, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist krass. Hier haben wir noch Menschen. Und das ist die Stimme von Lisa Simpson. Hi! Ja, schon. Das war schon ziemlich cool, oder? Man hat uns wenigstens gewunken. Oder? Alles im Netz. Also du hast heute vor, noch Ängste zu überwinden, oder? Nee. Wie nee? Aus der Ferne, ist in Ordnung. Selina hat nämlich Angst vorm Dino. Und ich finde, wir sollten jetzt mal zu diesem Stand gehen. Ja. Fragen jetzt einfach mal, wann der Dino nochmal läuft. Und dann... Geh ich einfach mit. Wir machen hier, genau. Ob du Gassi gehen darfst. Genau, so eine Art Security. Wir fragen da jetzt mal nach. Ach ja, das ist übrigens auch ziemlich cool. Das sind Untersetzer für Tassen oder für euer Bierglas und so. Ja, genau hier. The Groot. Gibt verschiedene Sachen hier. Da seht ihr Stranger Things, Marvel-Sachen, Star Wars natürlich. Also schon ziemlich, ziemlich cool. Und natürlich, wie das immer so ist, diese ganzen Fanshirts, die man so kaufen kann. Unter anderem natürlich. Ja, für alle Loungefly-Fans. Ist es Loungefly? Also das ist auf jeden Fall Loungefly. Ist das Loungefly? Ja. Es ist Loungefly, ja. Gibt es auch hier was? Sogar ein Star Wars Grogu Rucksack gibt es. Das nicht. Wir sind jetzt hier an dem Stand angekommen, um deine Ängste zu bezwingen. Hier geht's ja noch, ne? Hier ist nicht so schlimm. Aber da steht er. Da seht ihr den Dino-Shop-Nerdstar. Er ist eben schon mal hier durch die Halle gelaufen. Wir müssen jetzt, glaube ich, noch ein bisschen warten. Er kommt, da seht ihr sogar Ghostbusters. Also, man weiß überhaupt gar nicht, wo man hingucken soll, weil überall passiert mal irgendetwas. Überall sind irgendwelche Menschen, die verkleidet sind. Da läuft jetzt auch noch Boba Fett gerade, der ist gerade an uns vorbeigelaufen. Hier gibt es auch wieder Sachen zu kaufen, haben wir uns auch noch nicht angesehen, oder? Das ist aber erst aufgebaut worden. Ist erst aufgebaut worden? Kennen wir noch nicht. Und ja, da haben wir wieder den Mando. Ich muss noch die dritte Folge gucken. You stole my rum. I just saw it. Give it back. Me? You want rum? Today, tomorrow. Thank you. Cheers.
ist gefilmt. Ich film. Oh oh. So, natürlich sind auch Leute da, die auch wirklich was können. Zum Beispiel, du zeichnest. Ja. Mal schauen, auf dem iPad wahrscheinlich. Oh. Ja, also da seht ihr schon, was es werden soll. Total krass, sehr, sehr schön. Genau, da hast du mal eine Waffe. Das ist schon echt cool. Vielen, vielen Dank. Auch die Ghostbusters-Fans sollen natürlich nicht zu kurz kommen. Wir haben auch einen riesengroßen Stand. Hier sind von The Ghostbusters von Germany. Die sind schon optimal ausgerüstet und ja, es gibt auch das ein oder andere hier zu sehen. Schon ziemlich, ziemlich cool. So, Selina hat schon zugeschlagen. Nachos mit Pulled Pork, mit Pulled Pork, mit Coleslaw und Röstzwiebeln. Perfekt. Vielen Dank. Ich war hier bei Veggiewerk und habe mir einen Pommesföhner gekauft. Das ist vegan. Also Pommes und Dönerfleisch. Sieht sehr gut aus. Also sieht beides sehr gut aus. Selina, jetzt kommt dein Moment. Der ist jetzt nur für dich. Soll ich auf dich drauf zeigen? Bleib stehen. Oh, Selina. Was natürlich auch immer wichtig ist auf so einer Convention, ist das Security-Personal. Und das ist hier schon ziemlich besonders, ich finde. Also ihr seht schon echt mega, mega gut aus. Ganz toll. Ich habe auch nur so ein bisschen Angst. Wir suchen übrigens noch Angestellte. Ja. Kann ich jetzt nicht bei YouTube sagen. König ist mittlerweile auch eingetroffen. Könnt ihr hier sehen. Hier vorne. Ich habe es ja schon gesagt, Selina möchte sich auch was kaufen. Hast du schon entschieden? Also, der wird's. Einer? Ja. Ein Groot-Untersetzer. Voll ich cool. Ich habe ja auch schon Groot-Kissen. Aus dem Disneyland. Zwei, aus ja. Disneyland. Sehr cool. Kostet? 6 Euro. 6 Euro. Genau, 6 Stück kosten 30 Euro. Sind dann doch 2 geworden, ne? Einmal The Rick und Daryl von The Walking Dead und gut, sehr cool. So sehen die Autogrammtische übrigens aus. Wir haben hier Amanda Bears hier, die ihr kennt, ne? Aus der schrecklich netten Familie. Da ist sie. Marcy Darcy. Hat eben schon Hallo gesagt. Sieht jetzt so aus, sitzt auf dem Stuhl normalerweise, also das ist schon ziemlich cool. Ich wusste gar nicht, dass sie das hier auch ist. Und da sieht ihr mal die Preise von Amanda Bears. Poster 10 Euro, mit Autogramm 45 Euro, das ist limitiert. Autogramm 35 Euro, Selfie 40 Euro und Foto-Op, also Verkauf an Info, ich weiß nicht, was es ist, kostet 40 Euro. Ja, es ist halt so wie auf den Comic-Cons, die man so kennt. Ah, da, Tonya Pinkins war das, von Gossip, die Dame hier noch gesessen hat. Hallo zusammen, mal gucken mit dem Sound, mit der Lautstärke, mit der Stimme. Wir werden jetzt dann gleich auf Englisch switchen natürlich, wegen dem Interview. Die Leute, die was fragen, stellen sich vielleicht an die Seite, wir gehen dann dahin,
damit es nach und nach kommt. Wir haben eine halbe Stunde. And so I switch to English now that the guys understand what I'm saying. And now I need to choose first one of the coolest people I ever met in those situations. And I was honored to see him before, Mr. Martin Clever. Applause! And the next guy is also very amazing because he is like very gentle. It's Mr. Isaac C. Singleton Jr. Oh, careful, careful. So. How you doing, guys? Hello. Your twin brothers out there. Two what? Twin. Oh, yeah, no, almost. He's just older version for me. So. That's great. You should have something that you would wake up somebody in the morning. Just talking slow. And I think somebody would wake up like, oh, wow, that's cool. Oh, yeah, so make up an app and I'll wake him up with my voice? Okay. Yeah. I'll get my team on that right away. Yeah, go for it. And I will get it. Ja, mal so ein kleines Zwischenfazit. Also ihr seht, hier sind jetzt immer so Panels, die wechseln sich die ganze Zeit immer ab. Jetzt war gerade Pirates of the Caribbean. Da haben wir dann auch erfahren, dass Martin Clever tatsächlich im neuen Snow White-Film mitspielt, der im nächsten Jahr kommt, eine Realverfilmung. Was er spielt, kann man sich fast denken. Genau, wir gehen jetzt nochmal eine Runde. Wie ist denn deine Meinung im Moment? Ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe eben schon gesagt, ich habe nie gedacht, dass ich mal hier auf so einer Convention landen würde. Ja. Aber ich bin super dankbar dafür. Man hat so viel gesehen heute schon. Ja. Das ist mega. Also die Leute, was sie für Energie und für Geld in ihre Cosplay-Kostüme reinstecken, ist schon wirklich heftig. Aber ja, mal schauen, wen wir noch hier so entdecken. Es ist einfach eine alternative Welt irgendwie so ein bisschen. Alternative Weltfeld trifft es ganz gut, ja genau. Es ist komplett nochmal was ganz, ganz anderes. Ja. Ja. Und tschüss. Ab und zu gibt es mal Besuch. But they didn't really show us. Wir stehen jetzt am Stand von Metwabe. Metwabe.com. Und hier gibt es tatsächlich die verschiedensten Sorten Met und sowas. Die man auch mal probieren kann. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall mal machen, oder? Ja. Aber das machen wir. Ich wollte schon mal auf einer Messe was trinken. Was? Was trinken so auf der Messe? Was machen die doch immer so die Influencers? Können Sie von dem Met Mix irgendwas Spezielles empfehlen? So, deswegen wir probieren jetzt einfach mal. Theoretisch könnte ich alles empfehlen oder gar nichts, weil es ist anders. Probieren wir erstmal den, oder? Ja, genau. Okay, also das ist normaler Met, ne? Ja. Okay. Prost. I'm Rekla. This is my first film, Red Mill, which is available on Amazon. It's a political horror film about politics in the United States. And then I have a new film coming out. Das ist halt sehr gut. Weil es süß ist. Ja, süß ist halt genau mein Ding, ne? Ja. Okay, probieren wir das nächste. Ja, Prost. Schmeckt mir tatsächlich noch besser, was nicht ganz so süß ist, ein bisschen milder. Aber was ist es? Du bist doch der Spezialist. Red Pill will come sometime. Es ist irgendwas, was man so kennt, oder? Also schon sowas, was den Verein ist. Also die Mischung macht es, sag ich mal. Der Rest kennt man eigentlich. Vielleicht nicht nur Met, eine Sorte, also eine Sache, die das ist besonders. Soll ich sagen? Ja. Es ist einmal Apfelsaft und Meersalz. Meersalz? Ja. Der Apfelsaft macht es, glaube ich, ein bisschen milder, deswegen ist es nicht ganz so süß. Ne? Das ist schon sehr lecker. Also Apfelsaft, Rum und Meersalz war da jetzt mit drin. Wir können die Flasche mal sehen, natürlich.
Ja, vielleicht ist einigen von euch Loge und Lama ein Begriff. Die sind bei YouTube und bei Twitch bekannt. Da geht es um Rollenspiele. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Die haben hier ihren eigenen Stand, wo die Rollenspiele und so gezeigt werden. Schaut gerne mal rein. Da gibt es auch einen QR-Code. Könnt ihr einfach mal reinschauen. Falls euch das interessiert, falls ihr Rollenspieler seid, also jetzt keine Spiele wie World of Warcraft oder sowas, die digital stattfinden, sondern halt eben analog, sage ich es jetzt einfach mal. Schaut gerne mal vorbei. Congratulations to the Jurassic Park couple. Yeah. Fantastic. Hi, everybody. I always said. Hey! Ich bin mir sicher, es geht noch lauter. Wer mag die Simpsons? So möchte ich das hören. Wir haben hier jetzt nämlich zwei ganz, ganz, ganz coole Gäste. Und die würde ich jetzt einfach mal hochbitten und dann können die sich kurz selber vorstellen. Also bitte, das Simpsons-Panel beginnt und kommt doch jetzt mal. Traut euch. Vorsichtig, die Treppe ist ein bisschen wackelig. Einen dicken Applaus. Nehmen Platz. Hallo. Ja, das ist eine gute Stadt. Trier, wo seid ihr? Hallo Trier. Ja, heute Morgen saß ich ja hier mit dem Ben und dem Daniel. Werdet ihr tatsächlich schon mal direkt erkannt, wenn ihr irgendwo seid und einfach drauf losredet und ja. Also ich würde sagen, wir werden schon manchmal erkannt. Ich werde aber nicht als Bart Simpson erkannt, weil ich, wenn ich Brötchen bestelle, sage drei Brötchen und nicht drei Brötchen bitte. Insofern, wir machen ja auch noch andere Rollen als die Simpsons, dürfen auch echte Schauspielerinnen oder Schauspieler sprechen. Und natürlich kennen die Leute nach vielen Jahren Fernsehen und Kino unsere Stimmen. Aber da ich jetzt nicht jeden Tag Ay Caramba sage, denkt nicht jeder sofort an Bart Simpson. Also ich bin noch nie erkannt worden. Also noch nie hat irgendwer zu mir gesagt, oh, du bist doch die Sprecherin von irgendwem. Aber ich kann eine lustige Sache eigentlich erzählen. Ich habe meine Stimme ein einziges Mal in meinem normalen Leben benutzt. Und zwar hat man dann immer diese Anrufe bekommen, wo jemand gesagt hat, haben Sie kurz Zeit für eine Umfrage? Und dann macht man eine Umfrage am Telefon, danach hat man irgendein Abo, das man nicht braucht oder irgendwas. Und ich bin irgendwann mal ans Telefon wieder gegangen und habe nur so gesagt, hallo? Und da hatte ich halt eine etwas höhere Stimme in dem Moment und dann hat derjenige am Telefon zu mir gesagt, ja, hallo, ich mache hier eine Umfrage, aber sind deine Eltern da? Und dann habe ich mir gedacht, so, das ist jetzt total schlau, das benutze ich jetzt einfach, weil ich kann wahnsinnig schwer am Telefon die Leute dann so abwürgen. Und dann habe ich gesagt, nein, meine Eltern sind nicht da. Und dann hat er gesagt, ja, wann kommen die denn wieder? Ich weiß nicht, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Und dann gesagt, okay, dann rufe ich morgen nochmal an. Und ja, da hat mir meine Stimme dann auch mal ein bisschen geholfen. Der ist doch Gold wert, auf jeden Fall. Ja, Applaus. ASL, Alphabet and stuff like that, but everything we tried, even Morse code, we tried everything and everything was so slow for him to talk. So we finally get to the point where we improvised everything, but we tried to make it clear so everybody understands what Nick is saying. So you did actually. Thank you. Okay, thank you very much. So, es ist ja sehr viel hier mit Manga und sowas, ne? Wir haben uns jetzt mal hier einen Bubble Tea gegönnt. Du mit Maracuja und ich mit weißem Pfirsich. Probieren wir mal. Das ist sehr lecker. Auf jeden Fall richtig gut, ja. Sehr lecker und sehr erfrischend. So, wir haben jetzt erfahren, dass wir die Leute an den Tischen anlabern dürfen. Das machen wir. Wir labern jetzt die Leute an. Also, es ist uns ja tatsächlich erlaubt worden, mit den Leuten zu reden, die hier so an den Tischen sitzen. Aber wir haben Angst. Wir haben Angst, die Leute anzusprechen. Die gucken dann immer so böse. Und da weiß ich auch gar nicht, was ich sagen soll. Wir sind jetzt dann einfach nochmal den Tisch raufgerollt. Ich habe jetzt gerade gemeint, der wird zu uns kommen. Du auch? Wir stehen hier so in der Nähe von den Tischen. Und einer von den Pirates war da gerade. Und das Ding ist, man muss ja Autogramme kaufen. Und man muss, wenn man ein Foto machen will, muss man das auch kaufen. Und ich habe dann halt so ein bisschen die Scham, da jetzt einfach hinzulatschen und zu sagen, ihr hört mal, lass es mal jetzt miteinander sprechen. Na klar,
würde ich gerne mal mit was mit Amanda Beers sprechen aus der schrecklichen Familie oder mit Bart oder Lisa Simpson mit den beiden Synchronsprechern. Ich glaube, da sneaken wir uns noch mal vorbei. Weil das ist dann so easy, so auf Deutsch wenigstens, ne? Das machen wir auf jeden Fall. Ja, weil die sollen mal so reden. Ja, wir fragen. Wir müssen uns einfach nur trauen. Ich glaube, die würden alle mit uns sprechen, aber ich bin da so ein bisschen schambehaftet. Gerade du. Ja, da bin ich so. Ich verstehe das gar nicht. Weiß ich nicht, das ist so ein Respektding. Wenn die jetzt einfach so da sitzen würden und jeder könnte... Ja, wenn die jetzt da sitzen würden, dann bin ich auch... Das wäre was anderes. Das ist was anderes. Ja. Aber so, weil ja auch viele Leute einfach dann dahin gehen und dann bezahlen müssen, ne? Oder haben schon bezahlt. Ja. Das ist dann noch so ein weißt du? So eine Grenze, ne? Die man sich traut, nicht zu überschreiten. Obwohl man da keine Angst haben muss, ne? Ja, jetzt sind da gerade Bart und Lisa Simpson alles vorbei. Jetzt haben wir wahrscheinlich die Chance schon wieder vertan. Die ist vorbei. Ja. Du meinst, sie kommen wieder? Die kommen bestimmt wieder. Die gehen bestimmt Churros essen. Meinst du, wir sollen Churros essen gehen? Ja, ich denke, wir sollten mal rausgehen, ja. Dann gehen wir mal Churros essen. Genau. Gucken. Also, Crepe gab es dann doch keinen. Warum gehst du denn jetzt? Es gibt Churros. Ich habe meine nicht ganz geschafft, aber sie waren sehr, sehr lecker. Aber es war eine riesengroße Portion. Also, mit Essen ist man hier gut versorgt. Der Bubble Tea war lecker. Ich bin jetzt erstmal gut versorgt. Ich blick dann wieder da hinten rüber, aber Bart und Lisa Simpson sind noch nicht wieder zurückgekommen. Wir gehen aber gleich mal so eine Runde, mal gucken, vielleicht. Wir müssen einfach mal, wenn wir einen oder eine mal angesprochen haben, dann sind wir im Flow. Ja. Also machst du den nächsten Schritt. Ich mach den nächsten Schritt. Ich guck mal. Aber es ist jetzt gleich Cosplay-Contest. Da müssen wir hin. About to begin! So, ich stehe hier und dachte, was erzähle ich euch? Konfetti-Regen wollte ich euch mitbringen. Das durfte ich leider nicht.
wollt ihr euch meine Messerwerfkünste unter Beweis stellen? Ich meine, ich bin bestens ausgerüstet und weit über Gossens Grenzen bekannt und wollte den kleinen Bruce Wayne mal wieder ein bisschen einheizen. Durfte ich auch nicht. Ich verstehe gar nicht warum. Jim Gordon hat es mir verboten, diese alte Spaßgrenze. Nur und ich stehe hier und dachte, ich erzähle ein bisschen was über meine Geschichte, weil meine Geschichte im Gegensatz zu der meines ätzenden Bruders da vorne gänzlich so bekannt ist. Vielen Dank! Also, jetzt läuft hier im Moment noch ein Panel über Stranger Things. Wir haben jetzt ganz viele Cosplay-Personen gesehen. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt gerade. Und wir warten jetzt noch auf die Auswertung des Cosplay-Contests. Dann machen wir euch noch ein Fazit draußen. Da sind wir sehr gespannt, weil es gibt so geile Kostüme. Das ist schon krass, ja. Superhüten-Auftritte waren dabei. Ja. Das ist schon krass, wie viel Zeit manche Leute und Geld in so ein Kostüm rein investieren. Das ist schon echt Wahnsinn. Bin mal gespannt, aber ich habe schon so Favoriten. Hast du auch Favoriten? Ja. Wen denn? Ich denke, dass wir ja gleich Favoriten haben. Also die Ork-Dame. Ja. Die Ork-Dame und dieser Hirschmann von The Witcher. Waldschrat oder so, wie der hieß. Also die beiden, also die drei fand ich gut. Ich denke, der Waldschrat. Ja. Seht ihr jetzt gleich. Der erste Platz hat ja damit was zu tun, dass es ganz oben ist. Hat jetzt nicht unbedingt den Ausschlag gegeben, dass die hohe Priesterin Bursula den bekommt. Aber das hat uns da schon ziemlich geflasht. Hallöchen. Hallöchen, es ist Zeit, Goodbye Tschüss zu sagen. Goodbye. Auf Wiedersehen. Es wird Zeit, nach Haus zu gehen. Es ist jetzt gleich 5:30, oder es ist schon 5:30 durch, glaube ich sogar. Die Sonne geht so langsam unter und wir auch. War ein langer Tag. Wir waren sehr fleißig heute Morgen. Wir sind den ganzen Tag hier rumgelaufen, haben gar nicht so viel gesessen. Nee, nicht viel gegessen, nicht viel gesessen, viel gesehen. Es war sehr, sehr lustig, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und alles andere habt ihr ja jetzt schon gehört. Es war ein schöner Tag und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst auch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, ne, die da so irgendwo ist, damit ihr keins der nächsten Videos mehr verpasst. Wir sehen uns ganz bald wieder und bis dahin sage ich euch, wie immer, bye bye. Bye bye.